Ja, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Conqueror's Blade. Wie ihr seht, es hat sich nicht viel geändert, ich gammel immer noch mein Outfit rum. Season 8 ist eingetroffen und ihr seht das auch schon im Hintergrund. Natürlich jeder, der das Spiel selber spielt, weiß bereits, dass Season 8 eingetroffen ist. Mit einem asiatischen Touch, unter anderem asiatische Skins. Wo mir gerade was einfällt, die müsste ich eigentlich auch aktivieren können, oder? Wie ging denn das nochmal? Ja, ich spiele das einmal alle 5 Wochen gefühlt. Das ist es glaube ich nicht. Okay. Dachte eigentlich, dass ich das schon hatte, aber scheinbar ist es auch nur eine Einbildung. es gibt auch Probleme aktuell tatsächlich mit der Freischaltung von Battle Pass und deswegen kann es sein, dass das Zeug nicht richtig aktiviert wurde, weil ich hab's eigentlich. Aber scheinbar auch nicht. Jedenfalls, Season 8 ist da, Boys. Ich suche eine Schlacht. Für alle, die sich natürlich genauso freuen wie ich und auch aktiv Conqueror's Blade spielen, gibt es auch wieder die paar Codes. Das funktioniert wie letztes Mal. Schreibt einen Kommentar mit eurer E-Mail-Adresse. Der wird nicht angezeigt, den sehe nur ich, wegen Privatsphäre und so. Hält YouTube diese Kommentare zurück, aber ich sehe sie. Das heißt, was ihr macht, ist, ihr schreibt mir einen Kommentar mit eurer E-Mail, eurem Ingame-Namen und dem Server, auf dem ihr spielt. Kann jeder machen. Und im Laufe dieses Spiels sage ich einmal wieder eine Zahl, da gibt es dann quasi noch eine zweite Chance und vielleicht sogar noch eine dritte Chance auf den Code. Da müsst ihr quasi einen extra Kommentar schreiben mit der jeweiligen Zahl, die ich nenne und dann haut mal gleich einfach mal dem Video 3 Codes raus, würde ich sagen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Viele neue Sachen, also auch Conqueror's Blade ist ja free to play, also würde sich dann auch jetzt zum Beispiel empfehlen, mal wieder für Neulinge anzuschauen sich. Ich habe mir übrigens auch hier wieder... Okay. Kann ich denn hier mein Ding wechseln? Ah, da. Siege. Habe ich mir Söldner angeheuert. sonst kann ich nichts anderes. Ich hoffe mal, dass das alles genauso Noobs sind wie ich. Deswegen dann sollte das auf alle Fälle passen. Mal so eine Kanone rein. So, sehr gut. Ja, was gibt es denn sonst noch alles mit diesen 8 Neues? Natürlich eine komplett neue Region. So eine asiatische Region. Neues Waffenzeugs und neues Einheitenzeugs und so Gedöns und so. Schande über mich, dass ich mich nicht komplett so gut auskenne. Das ist nicht meine. Ich spiele das halt nebenbei, weil ich es ganz cool finde. Ist halt ein ganz nettes Spiel, so für nebenbei spielen hin und wieder. Bleib mal dort. Ne. Einmal hier bleiben. So, chillt einfach mal hier ein bisschen. Versucht dabei nicht zu verrecken. Finde ich schon mal sehr geil. Dachte eigentlich immer, dass man nur im Kampf ist, wenn man auch im Kampf ist, aber sobald ich irgendwas anschlage, bin ich im Kampf. So, wer kennt ihn nicht? Den Kampf gegen das gefährliche Holzbrett. Holzbrettus Sextorius, der Sechste. Ich hätte gerne meinen Gaul wieder. So, habe übrigens auch seit, keine Ahnung, 4 Wochen nicht mehr gespielt. Deswegen werde ich sehr noobig sein wahrscheinlich. Hallo. So, komm, mach mal einen Abgang. Tschüss. So, Regel Nummer 1. Ah ja, da sind so viele Feinde. Ich gehe mal lieber wieder. Tschüss. Okay. Der chillt da unten schön. Das Conqueror's Blade ist ja so gegenseitig auf einen draufstürzen und ihn zusammenschlagen. Das, was ich ja eigentlich mal in Crusader Kings 3 mache, machen die hier mit einem. Nicht ganz so lustig. Schiebt an das Zeug. Yalla, yalla. Ich kann nicht schieben. Oh. Der linke Turm ist in Position. Ich kann nicht schieben, ich habe leider keine Einheiten zum Schieben. Ich habe nur so Terkio Akrepus. Ist eigentlich total dumm, dass ich die Akrepusiere habe. Denn die bringen mir hier eigentlich gar nichts zurück, ich nur Offensive. Naja, mal gucken, später vielleicht. Vielleicht später. Hi. How are you doing, guys? It's me, the one guy who can't play the game. Oh, ich bin direkt bestäubt. Betäubt. Bestäubt. Komm, geh nicht mal, sag jetzt. Okay, muss kurz weg. Der haut mir auf die Schnauze. Hallo? Okay, ich bin direkt tot. Bin direkt tot. Ich bin direkt in den feindlichen Haufen reingelaufen. Und keiner hat mir geholfen. Ah, sollte hier weg. Hallo, Hilfe. Meine Bogenschützen erstmal schön auf die Typen da schießen. Jawohl. Oh Gott. Naja, haut ruhig ab. Rennt weg. Feiglinge. Schießt. Feuer. Tötet sie alle. Oder auch nicht. Oh, was ist denn da los? Ist das unsere? Ja, sind unsere. Da ist das Feind des Feinds. Ist er tot? Leute, was machen wir denn? Gibt es irgendeine Taktik oder einen Plan oder irgend sowas? Okay, wir gehen scheinbar rein. Ah, das ist aber nur Infanterie. Erstmal aufschlitzen.
Ah ja, genau, hallo. Wir müssen auch gleich alle wieder ankommen. Hm. Ah ja, wir machen das schon, also. Ich bin ja auch sehr gut dabei, wie wir sehen. Meine Boys machen das auch dank meiner hervorragenden taktischen Expertise, die ich hier mit an den Tag lege. Klappt das alles sehr gut. Ja, genau, haben wir schon eingenommen. Das war auch zu erwarten. Ah, da kommt der Feind. Da kommt der Feind. Mal leicht zurückziehen. Na, doch wieder leicht nach vorne. Leute, dann direkt ballern bitte. So, wir machen jetzt mal Ansturm. Ja. Direkt hier aufschlitzen, den Jungen da. Weg mit euch. Oh, hier oben hinstellen ist gut, glaube ich. Ah, die rennen eh alle weg. Feiglinge. Nicht so wie ich. Ich bin immer in die Offensive. Oh, da sind die Feinde. Erstmal weg. Na, warte mal. Bleibt mal oben. Nee, bleibt mal oben. Au. Wer schießt denn auf mich? So. Was haben wir denn da so? Genau, ihr schießt schon mal hier irgendwo hin. Ach, die schießen auf die da hinten, oder was? Keine Sachen. Warte mal, was ganz anderes. Stellt euch doch einfach dorthin, oder? Könnt ihr euch dorthin stellen? Geht das? Können die da runterschießen? Man, die können ja gar nicht lang hier, ne? Mal rein, Tresser, ich weiß es nicht. Aber eigentlich müssten die doch da runterschießen können, würde ich mir jetzt vorstellen. Wir werden es auf alle Fälle gleich sehen. Was ist denn das hier für ein Ding? Kann ich da draufhauen? Also als Trommel? Na, habe ich mir anders vorgestellt als Trommel. Aber das Erste, was ich sehe, ist, dass meine Einheiten irgendwie Leben verlieren. Ach, ich komme da nicht hin, echt? Warum baut man denn sowas, wenn ich da nicht hinkomme, hä? Warum macht man denn sowas? Naja, gut, nee, das sieht mir nicht so... Macht keinen Sinn, Leute. Geh erstmal hier kurz hin. Ich bin wirklich so nutzlos wie ein Stück Brot gerade, echt, das ist... Ob ich jetzt mitspiele oder nicht, ist scheißegal eigentlich. Würde keinen Unterschied machen. Also ist schon der letzte Punkt eigentlich. Ja, ist schon der letzte Punkt. Aber wir haben kaum noch Leute. Wir haben viele Leute schon verloren. Die haben noch 1300, wir haben noch 1100. Ah, der gehört zu uns. Oh, jetzt erstmal weg, weil sonst kriegen wir wieder auf die Schnauze. Ja, jetzt aber weg mit den Typen. Wegschnetzeln. Schnetzeln. Oh, wieder weg, weil sonst kriege ich wieder auf die Schnauze. Das wäre ja nicht das erste Mal. Hi. Wie Fertigkeit klingt das? Achso, ist die falsche. Da muss ich erst mal heilen, ja? Heilung! Heil! Mich! So. Leute, wo seid ihr eigentlich? Ah, haben sich geheilt. Dann machen wir F2. Dass sie sich schön eng aufstellen. Oh, da wird hier fett geballert auf alle Fälle. So, den habe ich mal zu Boden geschlagen. Da kann er sagen, ich würde nicht mal was machen für mein Geld. Oh, das tut weh. Leute, kommt ihr? Wo sind sie denn? Seid ihr rennt? Ah, da sind sie. Schießt ihr? Sehr schön. Die treffen sogar angeblich irgendwas. Weißt du noch nicht was, aber irgendwas. Ah, der Feind naht. Ahu! Ahu! Oh, oh. Ja, ballern, ballern, Leute. Sehr gut. Ich habe auch irgendwie jemanden gekillt. Meine Einheit hat jemanden gekillt. Gute Boys, diese Akreposiere. Dann aufpassen, dass wir nicht von hinten angegriffen werden. Das wäre sehr unschön. Ja, es ist hier auch perfekt. Oh, die Kavallerie geht rein. Die Kavallerie geht rein. Oh, hi. Irgendwie noch einen Assist bekommen. Au. Vielleicht sollte ich mir eine Kanone hier hinbauen. Ah, ich habe sogar noch einen Tribock, ne? Ich werfe erstmal eine Kanone dahin. Mitten in die Einheiten rein. Weil dann kann ich direkt da vorne reinballern, die Spatten da. Geh da weg, ich baue ja gerade meine Kanone. Gibt es ja nicht Friendly Fire? Das weiß ich gar nicht. Wir werden es gleich sehen. Okay. Schön. Das hat auf alle Fälle wehgetan. Wie man sieht. Wollen wir gleich doch mal reinballern. Ah, nicht zurückziehen. Ah, oh, das war ein geiler Hit. Oh, war das cool. Meine Warum baut nicht mal einer eine Kanone hin von euch ganzen Nups? Halt, man nennt mich auch den Kanonier. Der Kanonier, der seine Kanone nicht bewegen kann, by the way. Dann ist der Feind. Erstmal drauf schießen. Oh, fast hätte ich getroffen. Also ich glaube, meine Offensive war sehr erfolgreich. Was ist denn da? Ein Pferd mit Mensch drauf. Ah. Oh. Ah, das gibt's doch nicht. Ich schieße immer zu weit, Alter. Mann, Mann, Mann.
ein bisschen tiefer zielen. Jetzt sind aber wieder keine Feinde da. Ich höre auch irgendwo die ganze Zeit Leute kämpfen. Ja, egal, komm. Lass mal sein. Leute. Move into position. Lidray wurde wegen Abwesenheit verbannt. Sehr gut, verbannt ihn. Auf geht's dorthin. Ah, hier geht einiges. Oh, das ist gut, das ist gut. Ah, okay, Triebbock wurde gerade genutzt. Moni hat die Schlacht verlassen. Tschüss, Moni. Schießt ihr, Boys? Boys, schießt ihr? Wo sind denn meine Boys überhaupt? Weiß nicht, ob die schießen. Die wirken irgendwie so passiv. Ah, da hinten sind auf alle Fälle auch Hundesöhne. Aber wir nehmen den Punkt doch eh gleich ein, oder? Wenn ich das richtig sehe. Da sind Feinde. Da kümmern wir uns aber gerade drum. Sehr schön. Ah ja, gut, sehr schön. Sagt sich so einfach. Die geben es uns schon gut. Also mir vor allem. Eieiei. Erstmal aufschlitzen. So, sehr schön. Mit denen haben wir aufgeräumt. Ah, Triebbock können wir schon wieder nicht nutzen. Also unsere Boys schießen gleich noch. Wir machen auf alle Fälle immer noch Punkte. Oh, das tut richtig weh, was auch immer das war. Wir müssen kurz weg. Au, au, au. Uhuhu. Au. Wie, keine Munition mehr. Wenn ihr keine Munition mehr habt, seid ihr nutzlos. Dann geht mal irgendwo hin. Da. Geht euch mal kurz Versorgung holen oder so. Nutzloses Fußvolk. Ah, wir haben eh gewonnen. Sehr schön. Meine Damen und Herren, dank mir vor allem. Dank meiner unfassbaren Tätigkeit. Schau mal an, ich bin Mittelfeld, Alter. Bin Mittelfeld, bin ich mal der Schlechteste. Da drüben, das ist ein Schlechter, ich nicht. So, wir ballern jetzt am Ende hier einfach nochmal so einen Banditenüberfall mit rein. Oder wie man das nennt, mit fetten Hammer. Wer ist eigentlich... Ich habe jetzt schon doch ein paar Folgen gemacht zu Conqueror's Blade eigentlich, ne? Kommt mir jetzt auch gerade eben ganz nebenbei. Habe ich schon ein paar Folgen gemacht, ne? Die Frage ist, wer hat sich alle Folgen angeschaut? Gerne einfach mal in die Kommentare das Ganze, würde mich sehr interessieren. Wer da schon alles gespielt hat oder angeschaut hat, gespielt ist natürlich was anderes. Nun denn, mir nach, meine Mann. Besiegt alle Invasoren. Das kriegen wir ganz bestimmt hin. Wer redet denn hier? Halt dein Schnauz. Das einzige Problem ist immer, dass immer Kavallerie dann auf einmal immer von hinten kommt und dann die ganzen Bogenschützen und so abmurkst. Da ist Feind. Da oben ist Feind. An beiden Stellen ist der Feind. So, der hübsche Pferde hat er. Ist auf alle Fälle ein längerer Spieler, glaube ich. So wie der mit seinem Pferd rumgaloppiert. Der wird jetzt einmal auch... Guck mal, da ist auch noch ein Feind. Ja, der macht natürlich alle selber. Okay. Taktisch gesehen werden wir jetzt als erstes mal den Versorgungspunkt erobern. Irgendwo Kavallerie. Könnte hoffentlich unsere sein. Seid ihr da, Boys? Ja. Sehr gut, das gehört uns. Schauen wir mal, ob die da hochschießen. Normalerweise schon, oder? Müsste von der Range passen. Okay, sind nutzlos. Nutzlos wie Brot. Nutzlos wie Brot. Erst mit dem Hammer draufhauen hier. Bam. Ah ja, schön. So, schießt der jetzt? Ja. Oh, die schießen aber ganz woanders hin. Ah, das ist genau das, was ich meinte mit der Dreckskavallerie. Die dann immer von hinten kommt oder so. Das war genau das, was ich meinte. Kurz einmal hier hin. Erstmal um die Infanterie uns kümmern, während unsere... Boah, oh, die werden schon wieder von irgendwas angegriffen. Schon wieder Kavallerie. Ey, ich hasse diese Kavallerie. Ah. Bloß weg, ey. Einer ist sogar schon tot von meinen Boys. Da kommt wieder Kavallerie. Schießt. Meine Infanterie kommt auch noch. Ah, shit. Ah, die kriegen hart auf die Schnauze. Das ist schlecht. Machen die jetzt so gut wie möglich weg.
Zwei habe ich verloren. Hallo, ihr sollt bitte alle hier hin. Macht euch mal ein bisschen kleiner. Boah, okay. So. Haben wir es jetzt hier geschafft, ja. Heilt euch. Und dann geht's weiter. Ich bin eh nur da zum Spaß. Also, die anderen machen die Arbeit. Ich tue so, als ob ich da bin. Man sieht gar nichts. Hallo. Und Rasenmann hat ja auch noch keiner was gehört, oder? Wo sind eigentlich meine Boys hin? Ah, die schießen auf irgendwas. Vielleicht treffen sie auch mal irgendwann was. Ah, da ist wieder Kavallerie. So. Das ist natürlich blöd, hier Kavallerie zu haben, weil in dem Fall sieht man die Boys natürlich trotzdem, weil die mit ihren fetten Pferden natürlich über das Gras hinausschauen. Selber schuld, würde ich da mal sagen. Ah, hier gibt es ein Gemetzel. Jawohl. Boys, schießt ihr noch da hinten oder seid ihr schon wieder nutzlos? Ne, die schießen noch. Warum schießen sie denn diesmal? Aber vorhin haben sie nicht mehr geschossen. Egal, geht mal dorthin. Weiter nach vorne. Au. Hallo? Ah. Ah, hier ist ein fettes Gemetzel, pass auf. Wir laden das Ding hier einmal auf. Bam, Alter. So muss das. Oh, oh. Ich sollte aber hier schnell weg, weil sonst bin ich tot. Leute, ihr schießt auch schön brav da hinten, oder? Ja. Schön bis auf den ihre Boys da schießen. Schießt ihr? Ja, ja, komm. Schön baller, baller. Und Feuer. Oh, schneller schießen. Noch schneller schießen. Sehr schön. Die farmen wir ab wie so Farmer. Ich bin der Farmer. Und farme leckere Soldaten. Ah. Kopf ist weg. So. Sehr schön. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich hab gleich kein Leben mehr, Boys. Also ich habe eh schon kein Leben mehr, davon abgesehen, aber... So, die schießen immer noch schön Fleisch. Ich habe schon 80 Kills gemacht oder Assists oder was auch immer. Ne? Ja, ganz toll. Achso, die schießen gar nicht mehr. Die sind schon am letzten Punkt. Was sind da drüben eigentlich? Da sind noch irgendwelche Boys, aber die juckt das nicht, was hier gerade geschieht. So, okay, wir sind schon alle am letzten Punkt, habe ich gerade gesehen. Bereich ist sicher. War das nicht der letzte Punkt hier? Naja, gewonnen, ja. Sehr schön. Ja, würde ich an der Stelle sagen, das war's mit Conqueror Blade. Ich habe tatsächlich keine Zahlen gesagt. Das ist euch bestimmt aufgefallen. Deswegen sage ich jetzt eine, nämlich 72. Ja, deswegen gibt es heute nur eine. Nächstes Mal muss ich dann natürlich die eine oder andere Zahl mehr einbauen. Aber ich gebe halt einfach trotzdem vielleicht ein, zwei Codes mehr raus. Also eure E-Mail-Postfächer checken, Kommentare schreiben. Ihr dürft natürlich auch so gerne einen Kommentar schreiben. Bedanke ich bei euch fürs Zuschauen. War nicht mal das Schlechteste. Schönen Tag noch. Macht's gut. Tschüss.